beginnt der ewige Teil des Videos. In der zurückliegenden Zeit mache ich mir immer mehr Gedanken darüber, wie ich nicht einen Menschen in meiner Umgebung vor den Kopf stoße, nicht einen Menschen in meiner Umgebung verletze. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen. Du musst natürlich auch du selbst bleiben, wenn du, der Zuhörer, verstehst, was ich meine. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt gerne mit euch die 12 Gegensatzeigenschaften besprechen, wie sie von Elisabeth Haich in dem Buch Die Einweihung aufgelistet sind. Nun, das erste Gegensatzpaar ist Schweigen und Reden. Wie oft habe ich mich in der letzten Zeit gefragt, wann es besser gewesen wäre zu schweigen und wann es besser gewesen wäre zu reden und was zu sagen. In der Yoga-Bibel, der Bhagavad Gita, gibt es dazu einen sehr interessanten Text. Und zwar heißt es hier im 17. Kapitel, Vers 15, dass die Kunst des Sprechens darin besteht, Worte zu sprechen, die Satyam wahrhaftig sind, aber sie sollten auch gleichzeitig Priyam angenehm sein und erfreulich rüberkommen. Die Perfektion ist zudem, wenn das, was du sagst, Hittam ist, das heißt wohltuend und dienlich. Um es in unserer Sprache auszudrücken, passt es gerade? Ist es gerade günstig, jetzt in dieser Zeit das und das zu sagen? Ist es jetzt gerade heilsam, das und jenes auszudrücken? In meinem Buch Die Optimum-Beziehung diskutiere ich auch die 7 Punkte einer funktionierenden Beziehung und da wird auch als erstes die Kommunikation angesprochen. Dort schlage ich zum Beispiel vor, niemals schwierige Dinge in schwierigen Momenten oder am Abend auszusprechen, wo die Erscheinungsweise der Unwissenheit vorherrscht. Besser ist es, die wichtigsten und anspruchsvollsten Themen oder die konfliktreichsten Themen gleich am Morgen zu besprechen oder zumindest in einer Zeit, wo wir gerade vollkommen in Harmonie, in einem günstigen, schönen Environment mit der Person sind, der wir etwas zu sagen haben. Und auch dann empfehle ich jetzt zum Beispiel in diesem Buch, dass es erstmal gut wäre zu fragen, du, ich möchte dir etwas sagen, bist du bereit, es zu hören? Und wenn die Person dann Nein sagt, wer sind wir, dass wir dann anfangen zu sprechen? Ich schlage das für jede Beziehung, wichtige Beziehung vor. Führt diese Regel ein, dass ihr sagt, du, ich habe dir etwas zu sagen, bist du bereit, es zu hören? Und wenn die Person dann Nein sagt, wer in aller Welt sind wir dann, dass wir dann trotzdem weiterreden? Mit dieser Vereinbarung kann die Person dann das, was wir ihr sagen möchten, runterladen, wenn sie das runterladen möchte. Und wenn sie das nicht runterladen möchte, müssten wir das eigentlich respektieren. So, und die letzte Eigenschaft des Schweigens und des Redens ist Anutvega Karam. Wir sollten so sprechen, dass es nicht agitierend oder verletzend für die andere Person ist. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, dass diese Sparsamkeit des Sprechens, das würde ich gerne meistern. Auch als Art-Astrologe bin ich so und so dazu verpflichtet, nur zu sprechen, was wahrhaftig ist. Bin ich dazu verpflichtet, so zu sprechen, dass es angenehm und dass es erfreulich für die Person ist, auch wenn es schwierige Themen sind und ich der Person zum Teil komplizierte Zusammenhänge erklären muss bezüglich des Horoskops oder durch was sie oder er durchgeht gerade im Leben. Obwohl es eventuell um ein letztes Leben Hindernis geht oder um einen ganz tiefen Konflikt oder eine schwierige Zeitepoche, sollte es so formuliert werden, dass die Person den Sinn erkennt. Und wenn sie den Sinn dessen erkennt, dann ist es, obwohl
eventuell vielleicht jetzt nicht immer total freudvoll und ein bisschen leidvoll. Eine Wahrheit kann manchmal ein bisschen wehtun. Trotzdem kann ich es so ausdrücken, dass es angenehm, dass es erfreulich ist und dann letztendlich auch wohltuend und dienlich. Und ich sollte so sprechen, dass die Person nicht agitiert wird. Was zu schweigen davon, jemanden zu verletzen, das kommt natürlich überhaupt gar nicht in Frage. Also darüber habe ich mir wirklich tiefe Gedanken gemacht in den letzten Wochen und ja, Monaten im Grunde. So, damit haben wir das erste Gegensatzpaar bearbeitet, und zwar wann schweigen und wann reden. So, vielen Dank, dass du mir bis hierhin gefolgt bist. Falls du dich für ein Karma-Horoskop interessierst und falls dich mein Stil anspricht und du dir vorstellen kannst, dass wir gemeinsam ein bisschen Ordnung in dein Leben und in deine Beziehung bringen können, dann melde dich gerne unter dieser E-Mail, die hier eingeblendet ist, und dann können wir ein unverbindliches, privates Informationsgespräch führen. Bis dahin verbleibe ich dein Art-Astrologe Leonardo. Ciao.